davon. Nee, tut mir leid, Swerp ist nicht spielbar. Wo ist das Öl? Okay. Another mission? You job? Something to report? We'll rally in your unit here. Better plan this time. What is there to do? This way! Actions. You all use the official Iron Harvest Discord. Yeah, we have a German Iron Harvest Discord too. Vanguard Infantry. So, most of the time we are in the German Iron Harvest Discord, I guess. But everyone here is also in the official Iron Harvest Discord, or not? Engineers here. Vanguard Infantry. March in. Posting and cover. Take everything. Hat irgendjemand schon mal die Fähigkeit vom Swerp benutzt? Yo, ich. Aber die kommt jetzt nicht so häufig zum Einsatz, sag ich mal. Is there a plan? Our machine gun is ready to serve Roosevelt. Time to walk the dog. Establishing firing position. Sag mal, diese... Okay. New request. Engineers here. Rally point, yeah, grenades. Yeah. What is there to do? We need it all. Another mission. Achso, ja. What is it? Ready. What is there to do? Take everything. Oil supply increased. They are ready for targets. Another mission. Always use cover guard infantry. Engineers, what is needed? Fire. Should be safe here. You job? Captured an iron mine. Bot. Equipment's ready. Getting it up. Instructions. Not a problem. Don't trip. Instructions. Grenades are a good. Zack, zarab. This time. Always use cover. New request. Zack, zarab, sage ich da nur. Oh lol, laufen halt einfach aneinander vorbei. Wieso? Wie ist es gut, dass das passieren wird? Aber wenn es geht, Minen wieder ausbauen, genau. Was tun sie, sie dummen Vanguard? Von unten machst du jetzt wahrscheinlich keinen Schaden, Cowboy, aber gut. Davon. Engineers here. The enemy is taking our mine. Bump here. In ja gut, okay, komm, komm on. Always on the go. Just give the order. Need a team? Grenadiers will arrive shortly. Engineers and travel! In your volunteers. Now on, face the fire on! Stick up! Building upgrade complete. Watch your pass! Is there a plan this time? Rose, yes, welcome, ребята. Ready to throw back the fall. Grenadiers lead the way. We need to get back to the fight. Need help here! Belastend. Another mission? Move it! Okay, das Spiel schafft es gerade irgendwie nicht annähernd, es irgendwie auf einem vernünftigen Level zu synchronisieren. Kann das sein? Need
job? They're shooting here! Easy to the point! Look lively! Vanguard infantry! Don't waste them! Instructions! Run for cover! They're ready to for Rusia. Something to report? Where's the reply? Volunteers? Grenadier to support from the personnel. Need something done? Vanguard under fire! Nee, nicht mehr schmeißen, ich hab's schon abgebrochen. Macht auch keinen Schaden mehr, das war auch mal alles. Man kann hier nichts steuern. Should be safe here. What is it? Iron secured. They're ready to go. Root step. New job? Keep out of the building upgrade complete. We have access to improve. Die haben schon relativ viel ausgebaut, oder? Aber solange uns die Mitte so gut gehört, Boys, sind wir eh sehr stabil. Also, dann ist eh alles gut eigentlich. So. Tell us what is needed. Need something done. Equipment's ready. Watch your hands. Orders. Ich hab schon gesagt, dass wir weglaufen. Passiert wieder nicht. Passiert ist ja. Und dann passiert wieder ein Doppelretreat. Und das ist diese Trägheit, von der Humbi die ganze Zeit spricht. Und genau durch diese Trägheit passieren dann so unnötige Moves, die musst du im 1 gegen 1 halt absolut nicht gebrauchen kannst. Jetzt habe ich gerade 3 volle Trupps retreated. Da hämmerst du auf die Retreat-Taste ein. Die aber verbessert wurde. Ja. Das stimmt. So, jetzt baue ich dann das mit, dass endlich das Serb aufs Feld kommt. Schmeiß jetzt die Granate, du. Just give rush!
So, gleich ist der Serpid am Stissel. Läuft, läuft, läuft. Wir bleiben ruhig. Der Zubuff kann aufleveln. Das ist auch immer wichtig, behaupte ich. So, Serp ist im Bau. Mach zu, Bibia. So, da darf keiner durchkommen, dann passt das eigentlich. Ja, es muss aber ein Laptop oder im Internet liegen, weil sonst. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel wirklich so schlecht ist. Schöner Skin, was der Orakel da hat. So, jetzt will ich was sagen vom Serp Hypnator. Hack mal drauf, my friend. Aber wenn ihr da wohnt, dann das alte Krabbeltier kommt, bezweifelt es, dass da der Serp Hypnator. Macht er so Schaden an seinen Wutan? Da, das ist fies. Der Wutan krabbelt rückwärts schneller, wie man Serp vorwärts laufen kann. Fast. Ja, dann Hit gelandet. Nee, tut mir leid, Serp ist nicht spielbar. Nee. Das tut mir zutiefst leid, aber Serp ist nicht spielbar. Weil dort am Bruni-Shot rein, dann bin ich halt anders tot.
Jetzt gehen sie wieder zurück, okay. Diese Polania Bunker, ey. Wie bin ich so? Du hast. Warte, jetzt bin ich kurz verwirrt. Ja, du rasierst ja komplett drüber auf deiner Flanke gerade, lieber Orakel. Da hat er wieder jemand tief gestapelt, kann das sein? Also, ich konnte nicht beurteilen, weil ich ja nicht. Also, ich habe von deinem Spielgeschehen nichts mitbekommen. Ich sehe bloß, wie es gerade ausschaut. Muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich so selbst auf mich konzentriert war. Hast du die Lokas? Ja, genau, der Ding Orakel ist auf der linken Flanke. Von uns aus gesehen. Ein alter Tiefstapler. Aber tut mir leid, Bad Bank und Orakel und so. Ich kann mit SERP nicht umgehen. Gut, Wotan ist vielleicht ein guter Counter gegen SERP, so, weil es der Phoenix auch sehr gut gespielt hat. Mit dem Rückwärtslaufen und so. Aber eben, ich erwarte vom Gegner, dass der sowas kann mit Rückwärtslaufen und dann passiert es. Und dann finde ich einfach, dass der arme SERP einfach das Nachsehen hat. Er kann nur so cool ausschauen und alles, aber er ist halt einfach dann langsam. Oder die Lokas haben Stufe 2 und sie 2 beide. Das ist halt anders belastend, was die dann Schaden austeilen gegen Mechs. Die können jetzt wirklich durch Gebäude durchschießen, oder? Ja, gut. Da fällt er um, der arme Zubi-Zuboff. Hä, hat sich die... Hä? Ah, okay, ich wollte gerade mal, dass sich die... ein Phoenix seine Brunhilde unsichtbar gemacht hat oder so, weil ich es nicht mehr gesehen habe. Was war das gerade? Ach, deswegen kommen wir so viele Einheiten bauen, wir haben ein Army-Limit hochgestellt. Ich bin schon verwirrt, wieso kann ich also Einheiten bauen und so? Ich hab 54 Army Supply und baue immer noch Einheiten. Das war jetzt sogar sehr verwirrend. Boah, da war ja 250er Crit, der gerade aufgeleuchtet hat. Alter, war das schwer. Ja, also genau, wir haben, glaube ich, die Geschütze in der Mitte gehabt. Das ist echt, also ich finde immer auf der Map sehr schwierig, dagegen was zu machen. Wenn die Geschütze... Genau, weil in der Mitte waren eh die Geschütze, da konntest du dann nicht mehr viel machen alleine und so. Das ist echt